Hallo, meine deutsche Sammlerfreunde. Ich möchte euch meine Modellautosammlung zeigen. Zum Teil diese aus der Marke Sil besteht. So, vorher könntet ihr sehen mehrere Modelle. Wir sprechen die kurz an. Also hier haben wir ein LKW Sil. Das ist ein MMC 555. Das ist ein Keeper und solche Funktionen hat er. Man kann den Motorraum öffnen. Es gibt wertvolle Modelle und weniger wertvolle Modelle. So sieht er von unten aus. Hier steht der Preis 5 Rubel und 30 Kopeken. Kopek. So, könnt ihr sehen, ja? So, das ist noch einer in Sandfarbe, MMC 555, Sil. Die Ladefläche kann man kippen. Und den Motorraum kann man auch hier öffnen. Hier haben wir einen Feuerwehrwagen. Hier steht Kasan, Stadt Kasan. Das ist ein Sil 131. So sieht er von unten aus. Die Modelle sind schon älter und zum Beispiel hier ist der Kunststoff etwas trocken geworden. Dann lösen sie die Räder von der Achsen. Aber es ist immer noch ein gutes Modell. Man kann den Motorraum auch öffnen hier. Kleine Imitation des Motors. Mit Schutz für die Scheinwerfer können Sie erkennen. Das ist ein Präsidentenauto, Politikerauto. Das ist ein Sil 117. Da steht Made in UdSSR, сделано в СССР, Maßstabgröße. Hier sind alle Elemente zu öffnen. Alle Türen sind zu öffnen. Hier können Sie ein Ersatzrad sehen.
Man könnte alle Türen öffnen. Schon sehr fein gearbeitet. Hier sehen Sie den Motor, verchromt. Solche Modelle gibt es als mit normalem Preis, sowie auch mit richtig teuren Ausführungen, die halt in kleineren Stückzahlen hergestellt wurden oder die am Anfang hergestellt wurden. Hier sehen Sie die Chromteile. Hier gibt es eine Zahl 117. Ob das jetzt ein älteres oder ein nicht sehr altes Modell ist, sieht man auch an der Farbe des Chroms. Hier ist der Chrom etwas dunkler. Bei den neueren Modellen, die eher in den Zeiten des Russlands, nicht Sowjetunions, hergestellt wurden, ist der Chrom eher heller. Hier haben wir das Modell SIL 115. SIL 115, Made in USSR, mit silbernem Boden. Hier sind auch alle Elemente zu öffnen. Alle Türen sind zu öffnen. Wenn man hier reinschaut, sieht man sogar eine Trennwand zwischen Fahrer und den Passagieren. Hier gibt es auch eine Motorimitation in Chrom. Ein Luftfilter. Ich habe viele russische Modellautos und falls jemand mir irgendwelche Autos anbieten möchte, natürlich kann ich mir die auch anschauen und je nachdem, wenn es passt, abkaufen. Also zu diesem SIL 115 haben wir hier die Verpackung. In solchen Verpackungen sind die Autos an die Geschäfte gegangen. Ja. Und nicht sehr oft findet man Autos in Originalverpackungen. Natürlich gibt es immer noch. Die sind noch nicht wirklich selten. Für diesen Wagen 117er ist die Verpackung in solcher Sicht. Hier steht Made in UdSSR auf Russisch. Modellauto ist nur für Sammler. Nicht für Spielzeug, nicht als Spielzeug geeignet. Genauso auch hier bei dem 115er SIL. Nicht als Spielzeug geeignet. Dann gibt es noch einen SIL. Etwas moderneren mit zu öffnenden Türen.
Man hat schon aber Angst, hier die Türe zu öffnen, weil meistens gehen diese Modelle kaputt. Wegen dem Alter verfällt sehr oft das Metall bei denen. Ja, weil es eine oft zu treffende Zinkpest an den Modellen, an den Modellautos gibt. Deswegen sollte man die Türen nicht so oft unnötig öffnen. Ja, so sieht das aus. So ein Modell habe ich nur einmal. Hier können wir den Deckel abnehmen, die Plane. Und so sieht das Modell von unten aus. Als Stoppleuchten wurden Kunststoffteile nur angemalt, mit der Farbe gefärbt. Und hier haben wir diese Verpackung von Originalverpackung von dem MMZ 555. Das sind diese Modelle da. Und ich zeige Ihnen diese Modelle. Also die kommen mit solchen Verpackungen. Natürlich, es gibt noch andere Verpackungen, Verpackungsarten, die ein bisschen etwas anders aussehen. Heute werden Verpackungen oft nachgemacht, kopiert, aber weniger bei diesen Modellen, sondern bei den PKWs. Hier steht Kamenez Podolski. Der Werk hieß Elektroprivor. So sieht das aus. Und hier haben wir einen SEAL 130 Made in China. Natürlich sehen diese Modelle schöner aus. Mir gefallen die auch sehr gut. Es gibt verschiedene Sammler. Manche sammeln Modelle, die original echt aussehen. Und manche sammeln die historischen Modelle, welche nicht super aussehen müssen, aber halt von vor vielen Jahren hergestellt sein sollten. Und so unterscheiden sich die Sammler. Und ich sammle eigentlich viel UdSSR-Technik in vielen Arten. Also hier bei diesem Modell sehen wir schöne Linien. Das ist sehr schön gemacht. Natürlich gibt es zum Beispiel von SSM bessere Modelle, wo genauer gemacht sind. Aber das Modell ist auch sehr schön. Natürlich bei diesen Modellen lässt sich nichts öffnen. Aber als Ausstellungsstück wunderschön. Das Modell kommt von Firma Ultra. Made in China. So, Freunde, Dankeschön für das Zuschauen. Falls
ihr noch weitere Modelle sehen möchtet, könnt ihr einen Kommentar abgeben. Ja, und dann schaue ich mal und vielleicht je nachdem erzähle ich euch etwas mehr über ein oder anderes Modell, vielleicht auch mit technischen Daten. Das geht in Ordnung. Ja, und abonniert meinen Kanal. Dankeschön.